Moin Leute, was gibt? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal Gamer Axel. Heute kommen wir zu einem Ranking und zwar ranke ich heute diese ganzen Fußballvereine nach den Kategorien Lieblingsverein, sehr sympathisch, in Ordnung, völlig neutral, unsympathisch, Hass und fügen Sie unten eine Zeile hinzu. Ganz wichtig, kein Verein. So, dann haben wir die Kategorie auch noch. Fangen wir an mit dem BVB und da fangen wir direkt mal ganz unten an. Hass. Ich hasse Dortmund wie die Pest. Inter Mailand. Eigentlich Verein ganz okay. Ich eigentlich völlig neutral. Völlig neutral. Olympique Marseille. Da kommt man zu einem sehr interessanten Verein. Die Fans finde ich auf jeden Fall cool. Deswegen würde ich sogar sagen, in Ordnung machen wir einfach in sympathisch. So, sympathisch. Osasuna. Sorry, ich bin ein bisschen krank. Alles gut. Lasst für den kranken Gamer Axel ein Like da, Kommentar für den Algorithmus und Abo auch gerne. Osasuna bin ich völlig neutral. Brighton and Hove Albion bin ich auch neutral. Real Madrid, ich muss schon sagen, unsympathisch. Ich hasse Madrid. In der Champions League, die fucken mich jedes Jahr so ab, wie die sich da immer wieder mal mit irgendwelchen VAR-Entscheidungen durchmogeln. Boah. Erster FC Köln. Muss ich sagen. Ich wollte es sympathisch machen, aber ich habe vergessen, die haben Fanfreundschaft für Dortmund, deswegen unsympathisch. Sporting. Sympathischer Verein, haben Ronaldo ausgebildet. Super. Super. Celtic Glasgow. Pff, kein Bezug zu denen. Völlig neutral. CABJ. Wie heißt der Verein nochmal? Keine Ahnung. Aus der Copa Libertadores. Sympathischer Verein. Ganz okay. Atletico Madrid. Sag ich. Sympathisch. Nein, nicht sehr sympathisch. Sympathisch, weil die hassen Real Madrid und ich bin jetzt nicht der größte Real Madrid-Fan. Digga, was ist das denn? Wie heißt der Verein? Rayo Vallecano. Sehr sympathisch. Die haben einen gewissen Raúl de Tomás. RDT. Deportivo Alaves. Gibt es eigentlich noch andere außer spanischen Vereinen? Es gibt auch andere Ligen, habe ich gehört. Ja. Gut, habe ich nichts mit zu tun. Jetzt kommen wir hier natürlich. Ich muss die schon hier hinpacken, weil sonst haben wir hier ein paar Probleme mit den CABJ-Fans. Digga, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Ich hab's vergessen. Boah, ich hab's so vergessen. Was ist das? Heilige Scheiße. Irgendwas mit Korea? Nee. Einmal zoomen. Real, ach, Deportivo. Club Deportivo. Gut. Noch eins raus. Passt. Völlig neutral. Kein Bezug zu, genauso wenig wie zu Porto. Finde ich aber sympathisch. So, Stadtduelle, immer gut. Habe ich gerade ehrlich gesagt, Stadtduelle. Porto liegt absolut nicht in Lissabon. Völlig neutral. Schalke. Einer meiner Lieblingsvereine. Ich liebe sie. Der FC Schalke, der glorreiche FC Schalke 04. Das ist auch einer der Gründe dafür, dass ich Dortmund hasse. Juventus Turin. Unsympathisch. Diese ganzen Skandale und alles, die hatten, eher unsympathisch. Aber sehr sympathischer Verein ist Liverpool. Jürgen Kloppo war da. Auch als Schalker. Muss ich anerkennen. Jürgen Klopp, geiler Trainer. Liverpool, einfach ein geiler Verein. St. Pauli. So. Ich muss sagen, bis vor einem halben Jahr, sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Sie hassen HSV. Sie wollen nicht, dass HSV in die erste Liga aufsteigt. Steigen jetzt in die erste Liga aufgestiegen. Aber
die Äußerungen der Ultras manchmal unsympathisch. Manchester City, manche sagen Ölverein, ich sag auch Ölverein, aber die sind, haben eine Tradition so ein bisschen. Deswegen eher unsympathisch. Manchester United, finde ich sehr sympathisch. Finde ich ein cooler Verein. Ja, gucke ich gerne. Nop, keine Ahnung, was gut ist. Real Betis, Digga, was sind das hier für Vereine? Sevilla, sympathisch. Sie werden immer absichtlich Dritter, um dann die Europa League zu gewinnen. Das finde ich irgendwie geil. Deswegen Dritter. Benfica Lissabon. Jetzt aber, hier, sympathisch. Wegen Sporting. So. SSC Neapel. Was die da mit Osimhen gemacht haben, unsympathisch. Dass die so einen Spieler so vergrault haben, dass der zu Galatasaray Istanbul wechselt. Crazy. Lazio Rom. Keine Ahnung, neutral. Arsenal, sympathisch. Die Gunners. Chelsea. Ich weiß nicht. Das ist so in der Mitte zwischen unsympathisch und Hass, weil, Digga, was die mit ihren Spielern machen. Mit ihrem fucking 44-Mann-Kader und 8 Torhütern. Heilige Scheiße. Tottenham Hotspur, völlig neutral. Newcastle. Finde ich irgendwie sympathisch. Ich weiß nicht, warum ich finde die sympathisch. Leicester City, die Foxes. Völlig neutral. AC Mailand. Auch neutral. Kommt zu Inter Mailand dazu. Die AS Rom. Kommt zu Lazio Rom. PSG. Also, wenn es nur um den Verein geht. Hass. Ich hasse sie. Wenn es um die Ultras geht. Sehr sympathisch. Aber ich tue sie in Hass. Olympique Lyon. Völlig neutral. Interessieren mich eigentlich nicht. Ist egal. RB Leipzig, extra für euch habe ich die Kategorie kein Verein eröffnet. Scheiß Red Bull, Scheiß Red Bull, Scheiß Red Bull. Das musste gesagt werden. Real Sociedad, völlig neutral. Die Bayern. Sehr sympathisch. Finde ich sympathisch, die Bayern. Ich finde sie, muss ich tatsächlich sagen, sympathischer Verein. Ich habe auch Trikot von denen. Ich finde sie cool. Manchmal, klar, freue ich mich auch, wenn die Meister werden und nicht Dortmund. Manchmal freue ich mich auch, wenn jemand anderes mal Meister wird. SD Eibar, Digga. Kein Bezug. Valencia. Was sind das? Hat das hier irgendein Spanier angefertigt? Digga, der hat ja jedes Erstligateam reingehauen einmal. Racing Club Santander. Digga, ihr seid mir unsympathisch. Einfach nur, weil der Typ hier so viele spanische Vereine reingehauen hat. So, Athletic Bilbao. Ja, so, ist okay. Barcelona. Sehr sympathisch. Ich finde Barca geil. Barca ist ein geiler Verein. Ich mag die irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. West Ham United aus London. Sympathisch, ist okay. Und extra habe ich noch diesen Verein hinzugefügt. Mein absoluter Lieblingsverein. Die Nummer 1. Dieses Jahr geht's endlich in die erste Liga. Nach 15 Jahren Warten wird dieses Jahr, mark my words, der KSC als mindestens Zweiter in die erste Liga aufsteigen. Und zwar zusammen mit dem ersten FC Köln. Und als Dritter dem FC Schalke 04. Hier habt ihr es zuerst gehört. HSV wird Vierter, Düsseldorf Fünfter. Jalla. KSC steigt auf. Sie steigen auf, dieses Jahr. Wir kommen jetzt hier zum Endranking. Wir haben vielen völlig neutral. Wir haben das beste Tier, kein Verein. Und wir haben hier zwei Lieblingsvereine mit KSC und Schalke. Wo ist die Hertha? Die haben die Hertha gescampt. Die hätte ich auch noch hier oben reingemacht. Nürnberg wäre noch in sehr sympathisch gelandet. Ansonsten Hass. VfB Stuttgart noch, Kaiserslautern, Hoffenheim, Wolfsburg, sowas noch in Hass. Ansonsten freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nächstes Mal und ciao, Kakao.